ist mir scheißegal, wer vor mir steht. Jede Person kriegt denselben Respekt von mir. Und keiner ist mehr wert oder weniger. Moin, Trashkurs hier, Tessa und Lena. Unter unserem letzten Video zur Are You The One Folge 7 ging es in den Kommentaren ganz schön ab. Ihr hattet viel Gesprächsbedarf, auch mit uns zum Thema Kelvin. Und er ist jetzt heute hier, stellt sich unseren Fragen und wird dann nochmal Stellung beziehen. Schauen wir mal direkt rein, was er zum Thema zu sagen hat. Hallo, wie geht's dir? Unter dem letzten Video ging einiges ab zum Thema Frauenfeindlichkeit, mit dem du überhaupt nicht d'accord warst und auch einige deiner Mitkandidatinnen. Ja, die haben sich alle eigentlich gut für dich ausgesprochen, hat uns auch gefreut. Und jetzt freuen wir uns, dass du hier bist und vielleicht nochmal aus deiner Sicht das Ganze ein bisschen schildern möchtest. Wie siehst du das? Ihr müsst euch eine Sache auf jeden Fall alle hinter die Ohren schreiben. Für mich ist jeder Mensch, egal Mann, Frau, dick, dünn, egal welche Religion, egal welche Hautfarbe, gleich viel wert, so, ne? Und das ist mir scheißegal, wer vor mir steht. Jede Person kriegt denselben Respekt von mir. Und keiner ist mehr wert oder weniger. So. Das mal für alle Zeiten, so, ne? Und wenn ich dann zu einer Franzi einfach sage, ey, Franzi, du bist ja ein bisschen, ich wollte dir auch ein bisschen Kompliment machen, so, ohne dass man da direkt wieder sagt, vor allem feindlich, Alter. Direkt eine also in eurer Headline frauenfeindlich zu aufzunehmen, ne? Fragezeichen. Das ist natürlich, also, und das ist, ne, das ist halt, finde ich halt auch dann irgendwo irgendwann nicht fair, wenn man mir irgendwie immer so einen Strick daraus drehen will. Bin ich nicht, werde ich nicht sein. Ich liebe alle Frauen dieser Erde und jede ist auf ihre Weise besonders, so, weißt du? Man muss auch mal dazu sagen, dass wir dich auch nicht anders kennengelernt haben. Zumindest, also was den Respekt gegenüber allen Menschen angeht. Allerdings, Kelvin, wir können dir ja trotzdem noch was mitgeben auf dem Weg. Wenn du Franzi ein Kompliment machen wolltest und das Kompliment impliziert, dass du andere dadurch ein bisschen runterstufst, das ist halt schwieriger. Ich glaube, dann musst du es anders formulieren, dass Franzi dadurch für dich interessanter wird oder sowas zum Beispiel, weißt du? Ja, hast ja vielleicht auch recht so, ne? Aber ey, du hast einfach ein normales Gespräch so und ich habe jetzt auch nicht gedacht so, ey, du beleidigst damit irgendwen. So. Das ist ja gar nicht meine Intuition gewesen. Ich wollte einfach der Franzi cooles Kompliment machen und ihr sagen, dass sie toll ist. So. Ey, mehr wollte ich doch gar nicht. Und dann immer wieder diese, oh, ey, die macht mich fertig, ey. Wirklich. Ne? Und das ist halt auch irgendwie dann immer so, ich weiß nicht so, ne? Du musst langsam irgendwie im Reality musst du mit jedem Wort aufpassen, was du sagst. Alles musst du durchdenken und so. Und irgendwann sind wir an einem Punkt angekommen, Alter, wo wir halt irgendwie, wo Reality-TV irgendwie, keine Ahnung, nur noch irgendwie so ein Rumgestotter wird, so, wo keiner mehr sich traut, irgendwas zu sagen, weil alles auseinandergenommen wird, so, ne? Ich meine, ne? Ist auch so. Ich glaube, wir wollen dir ja auch nur so ein bisschen die Sicht vermitteln, wie das bei uns ankommt. Du weißt ja jetzt schon auch, dass wir das jetzt nicht sehen wie der Rest, aber ich glaube wirklich, ist es auch wichtig, so zu sensibilisieren, dass wertvoll, billig, knackbar auch keine Worte sind, die man überhaupt in den Mund nehmen sollte, wenn es um den Menschen generell geht. Und du vermittelst ja auch viel dieses Pascha von Nippes, diesen Lifestyle, dieses Image. Und wir haben, kann ich mich zumindest nicht erinnern, halt auch noch nie aus deinem Mund gehört, dass ein Mann, wenn er jetzt halt mit vielen Frauen rummacht oder dass einen gibt, der weniger mit Frauen rummacht, dass er deshalb wertvoller ist. Klar, für dich ist es nicht so, weil du bist auch nicht interessiert an den Männern. Aber es geht, glaube ich, vielen Leuten auch um diese Gleichberechtigung, dass immer dieses Ding nur bei Frauen existiert und das nervt halt und ist auch einfach. Nö, also das so tick ich ja auch gar nicht so, ne? Also ich meine, wenn eine Frau mit vielen Männern was hat, so ist doch genauso cool wie wenn ein Typ mit vielen Männern was hat, so, weißt du, wie ich meine, so ist doch scheißegal, so, mich juckt das gar nicht so. Wir haben uns nämlich gefragt, man sieht ja einen anderen Kelvin im Date mit Selina, wo es nämlich um deine Mama geht. Da wirst du ganz anders. Auch wenn dir gerade bei dem Thema wahrscheinlich ein bisschen schläfrig wird. Nein, ey, ich bin gerade das Fach sozusagen. Auf jeden Fall sehen wir da einen sensibleren Kelvin und dann fragen wir uns natürlich, wie viel Image, sprich der Pascha aus Nippes, ist jetzt bei Are You The One und wann sehen wir vielleicht noch mal mehr von dem sensibleren Kelvin? Ja, so, ich war, das kann ich ja nicht sagen, so, ne, das war jetzt so ein Moment, so, wo ich dann halt irgendwie drüber erzählt hab, so, ne, und ich plan das jetzt nicht oder so, ne, das kam einfach in dem Moment so irgendwie, ne, ich rede natürlich nicht gerne so über solche Sachen so, na klar, ne, das sind halt Sachen, die auch so ein bisschen privat
sind so, oder die man nicht der Öffentlichkeit so preisgeben will, so, ne? Aber klar gibt es sie auch so, ne? Natürlich. Und ob es sie öfter gibt oder nicht, oder so, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen, so, ne? Das weiß ich nicht. Das ist immer abhängig von den Momenten, die man da hat, so, weißt du? Dann andere Das, Frage. Wie ja. viel Aussagen triffst du wegen deines Images vielleicht? Dass du dir denkst, ja, naja, Gar keine. so kennen mich die Leute, ich soll hier so ein bisschen der Pascha aus Nippes sein, dann hau ich das mal so salopp raus. Oder denkst du da gar nicht so drüber nach? Du bist 24 Stunden in dieser Villa so, ne? Und du laberst halt den halben Tag, so, weil du eh nicht weißt, was du machen sollst. Und du denkst halt gar nicht so, ey, das ist jetzt die Aussage, die ich jetzt hier raushaue, um das und das zu bewirken oder so, ne? Ich meine, man, so strategisch kannst du gar nicht sein, Alter, mit 1,5 Promille durchschnittlich am Tag, so, weißt du? Das geht gar nicht. Das ist ja nicht machbar, Alter. So, weißt du? Und deswegen verzeiht mir doch ab und zu mal ein bisschen und schaut darüber hinweg. So, Mann, ich bin doch eigentlich, ich hau einfach raus und fertig. Ja, ich glaube, wir sind eigentlich ganz zufrieden mit deinem Statement. Du scheinst, als ob du auch wirklich 100% dahinter stehst, was wir jetzt dort gesehen haben, bist aber auch in einem gewissen Maße willig, dir anzuhören, was wir und auch die Kommentatorin quasi dazu zu sagen haben. Ich weiß noch nicht so ganz, ob du das verinnerlicht hast, was wir meinen, was jetzt nicht bedeuten muss, dass du dir das auferlegen musst oder Ja. irgendwas, aber wir wollen ja nur, dass Also, wir halt. guck mal, was wird alles über mich erzählt? So, weißt du, wie ich meine? So, wie sexualisiert werde ich so? Weißt du, wie ich meine? Von Leuten und so, ne? Und ja, und ich weiß auch, dass die Leute das nicht so meinen. So. Wenn jetzt irgendein Girl sagt aus der Villa, boah, das ist eine geile Sau, so, dann denke ich auch nicht so, oh mein Gott, ich bin jetzt ein Objekt, so, ne? Weil die meinen das ja einfach nicht. Das kann man auch einfach mal als Kompliment sehen und nicht irgendwie immer alles böse auffassen, so, ne? Das ist eigentlich immer so meine Attitude oder so, ne? Ich weiß, was ihr meint, so irgendwo, ja, auf jeden Fall. Aber das war nicht so in dem Moment, wo ich mit der Franzi geredet habe, meine Attitude oder so. Und ich sage das ja auch noch ganz klar so in dieser Sendung. Ich sage das ja auch, ne? Ich sage, ich will kein, also das heißt ja nicht, dass jemand schlechter oder weniger gut ist oder so, sondern anders. Das habe ich so gesagt in dieser Sendung, ne? Ich glaube, eine Folge später kam das nochmal, ne? Und genauso sehe ich es heute auch noch so, weißt du? Es ist keiner besser oder schlechter oder so. Jeder Mensch ist gleich gut, so, Alter, ne? Und deswegen, Ich glaube, das ist auch der Punkt, den wir hier nochmal ganz fett unterstreichen unter deiner Aussage. klar, Und auch jeder ist nochmal gleich, raus. so, Mann. Ich sehe gar keinen Unterschied, so, weißt du? Jeder ist gleich gut, gleich schlecht oder was weiß ich, so, ne? Und Richtig. das ist für mich gar keine Frage. Ich stelle das gar nicht in Frage, dass ich das so sehe. Weißt du, ich meine, für mich ist das ganz klar, ganz, ganz klar ist das für mich. Deswegen wundere ich mich, dass man das in Frage stellt. So, weißt du, deswegen bin ich manchmal so ein bisschen perplex. So, Aber dann ist doch gut. weißt du? Jetzt hier nochmal straight gesagt hast, für Ja, natürlich, so auf jeden Fall, alle. Jeder hundertprozentig. gleich auf einer Richtig. Ebene. Es gibt sicherlich Jeder. andere Personen in der Villa, die auch tatsächlich das so meinen, wie sie es sagen. Und Calvin gehört für uns da auch nicht dazu. Und anscheinend auch für die Mitbewohnerinnen Ja. nicht. Denn unter dem letzten Video, unter dem letzten Reel, waren ja Anna, Isabel, sind ja alle auf deiner Seite. Ja, Deswegen. danke. Grüße auch nochmal an alle Mädels. Ne? Wer war das alles? Anna, Cecilia, Carina. Isabel, Carina, Zoe natürlich auch. Ne? Und klar, die wissen halt auch, dass ich nicht, dass das Quatsch ist. So, ne? Ich meine, das sind auch Mädels, so wenn die irgendwie Stress haben oder wenn es denen scheiße geht, dann schaue ich auch nach denen. So, weißt du, wie ich meine? So, wenn die irgendwas haben oder so. Ne? Du hattest schon angedeutet, dass du so ein bisschen der Seelsorger auch für einige Mädels dort in der Villa warst? Also, wenn die irgendein Problem haben, hab ich mir deren Sachen auf jeden Fall angehört. So, weißt du, wie ich meine? So natürlich so, weil da sind ja auch Freundschaften so irgendwo entstanden, so weißt Kevin, wenn wir dir vielleicht eine du? Sache Ja. mit auf den Weg geben dürften, Ja, natürlich. dann wäre es, dass wir uns schon wünschen würden, das Wort knackbar. Ja, bitte. Das ist Können wir das streichen, wenn die TV-Kamera an an ist? ist. Okay. Das ist ja halt so nicht unknackbar. So, das ist ja so, das weiß ich. Guck mal, ich komme ja auch von Temptation Island, so, ne? Und das war ja auch irgendwie Ja. so ein Thema, so weißt du? So, lag da noch wahrscheinlich irgendwie in meinen Genen irgendwie so Lag das noch auf Wort. der Sorry, Zunge. sorry dafür. Sorry Sehr dafür. gut. Und was, wir müssen jetzt nochmal fragen. Christine Ockparra hat ja auch unter unserem Video kommentiert. Kannst du uns sagen, auf welchem Trip sie ist? Hatte, also. Nein, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, Christine, ich mochte Christine sehr so, ne? Und habe ja auch echt immer viel
ja, keine Ahnung, hab ihr viel gesagt, so, ne, also hab ihr auch gesagt, ey, pass auf dich auf und so immer, ne, weil sie da halt irgendwie manchmal irgendwie, keine Ahnung, also ich mochte Christine sehr, mag sie auch immer noch sehr, ich weiß gar nicht, was das Problem ist, würde mir sogar wünschen, ey, Christine, melde dich doch einfach mal, ruf mich doch mal an. Ich habe gar nichts gegen die. Ich weiß, sie hat da ein paar Sachen im falschen Hals bekommen und so, aber wie gesagt, im Prinzip, ich mag die Christine. Ich habe gar nichts gegen die und stand auch eigentlich immer gut hinter ihr, so, ne? Und ja, Also haben wir das deswegen. Beil hier eigentlich auch begraben. So fassen wir Ja. zusammen. Kelvin hat Respekt vor allen und meint nicht immer das, was er sagt. Aber wir haben es ihm schon nahegebracht, dass er vielleicht ein Ja. bisschen mehr Gewicht in seine Worte legt. Wir sind gespannt, was wir von dir dann noch sehen werden. Ich meine, es ist alles schon abgedreht, also jetzt kann man eh nichts mehr verändern. Ja, jetzt, ne, und leg dann nicht bitte immer jedes Wort auf die Goldwaage da draußen, ne, weil sonst ist, wie gesagt, sonst denkst du halt irgendwann bei jedem Wort nach im Reality-TV so, was du sagst, so, ne, und wenn einem wirklich alles so negativ ausgelegt wird, dann haben wir irgendwann, sind die Sendungen alle nur noch langweilig, ne, und jeder, und keiner hat mehr Bock irgendwie frei Schnauze irgendwie einen rauszuhauen, ne, Und dann wäre es am also, Ende ne, auch irgendwann nicht klar, mehr Reality. das ist irgendwann sonst nicht mehr Reality, so, ne. Da müssen wir alle irgendwie, na klar, schauen und klar, wir müssen auf unsere Wortwahl achten, ihr müsst nicht alles auf die Goldwahl legen, Waage legen und ja. Wollen ja auch Oder? kein Scripted Reality, wir wollen ja auch ein bisschen was Eben, ist doch aus auch langweilig, so, ne? dem Ist doch, ist doch, ist doch, das sind doch Golden Moments, Alter, so. Auch wie Cecilia irgendwie sich da mit Ricarda ankeift und so. Oh. Ist doch Unterhaltung pur, Alter. Ich habe mich schon da kaputt gelacht, so, weißt du, wie ich meine? Das haben wir gesehen. Ja. Also, Ja. sonst passiert doch nichts, Alter. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen Ja. hast und nochmal mit uns in Austausch getreten bist. Wir hoffen, man sieht sich bald mal wieder. Wann kommst du mal wieder vorbei? Ja, klar, auf jeden Fall. Wenn ich im Osten bin, sage ich natürlich wieder Bescheid, ne? Kann auch sein, dass wir dich anrufen, weil wir wahrscheinlich bald in Köln sind. Also, wir bringen auch ein Ja, bisschen saure sag. Köln mit. Also, danke für deine Zeit. Wir hoffen, du konntest nochmal klar machen, dass es nicht deine Intention ist, hier irgendjemanden schlechter oder besser zu machen. In diesem Sinne, Auf leg dich jeden Fall, nochmal. also, na klar. Ich meine, die Leute, die mich kennen, die wissen das ja auch. Ne? Ihr Gut. wisst das ja auch. Na dann, es gibt ja auch wahrscheinlich bald Mittag bei der Mutti. Ja, das dauert noch ein Wir. bisschen, glaube ich. Ich muss Scheiße. noch ein bisschen arbeiten. Naja, dann. Viel Spaß noch, schönen Tag dir und an Euch euch. auch, ne? Seid so, wie ihr bleibt. Bleibt so, wie ihr seid. Bis Ciao. dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.